Guten Morgen, ich habe mich jetzt gerade gewaschen und mache mir jetzt hier erstmal wieder meine rote Kraft, damit ich etwas wach werde. Ich bin total müde. Ich hätte am liebsten noch länger geschlafen. Und ich wollte eigentlich schon ein bisschen geschminkt sein, aber ich habe es jetzt nicht geschafft. Ich bin froh, dass ich mich gewaschen habe. Aber ich dachte mir, ich mache mir jetzt erst die rote Kraft und kann mich ja dann dabei schminken, während ich das trinke. Ich muss erstmal irgendwie wach werden. Ich habe so gut geschlafen. Ich wurde auch nicht geweckt. An solchen Tagen, wo ich so viel in der Küche machen muss, hätte ich am liebsten so eine Spülhilfe hier. Aber Dennis muss sich gleich um die Kinder kümmern. Und da bin ich froh, dass ich das ja nicht machen brauche. Dass ich jetzt einfach nur hier in der Küche stehen kann und alles vorbereiten kann. Wenn ich mich nämlich jetzt nicht direkt schminken würde, dann würde ich es nachher nicht schaffen. Ich meine, das wäre jetzt auch nicht schlimm, ne? Aber am liebsten würde ich mich wieder ins Bett legen. Und einfach nicht die Tür aufmachen. Aber die haben Schlüssel, also meine Eltern und Dennis, seine Eltern haben einen Schlüssel. Die kommen dann hier also rein. Momentan mache ich wieder total gerne von M. Asan. Asam. Dieses Magic Mousse oder Magic Finish heißt das drauf, wenn meine Haut nicht mehr so trocken ist. Jetzt im Winter war meine Haut mega trocken, schon wie bei so einer alten Frau, und mit trockener Haut diese Magic Mousse oder Magic Finish Mousse aufzutragen, mein Gott, ich kann auch nicht mehr sprechen, diese Mousse aufzutragen ist nicht so schön, das bröckelt dann richtig. Also für trockene Haut ist es nicht geeignet. Ein bisschen meine Augenbrauen auffüllen. Also ich male mir da keine neue Augenbrauen drauf, wie die meisten das ja machen, dass die dann ganz anders aussehen. Ich kann das auch gar nicht, sondern ich mache nur ich fülle einfach nur meine Lücken ein bisschen auf. Da, wo keine Haare mehr wachsen. Tada! Jetzt muss ich direkt in der Küche weitermachen. Falls ihr den letzten Vlog nicht gesehen habt, das ist mein Organisationsplan. Hier stehen die Zeiten und ich bin 15 Minuten im Verzug. Das sind die ganzen Zutaten, die nicht gekühlt werden müssen. Der Kühlschrank ist voll und ich muss jetzt gleich noch die Spülmaschine ausräumen, mir die Schürze anziehen. Den Hefeteig habe ich jetzt gerade schon rausgeholt. Der wird jetzt so eine halbe Stunde, kann der da ruhen, also eine Stunde laut Zeitplan. Und dann kann ich den dann weitermachen. Normalerweise muss der eine Stunde gehen. Ich habe den jetzt mit Alufolie in den Kühlschrank getan und der ist ein bisschen aufgegangen. Also ich denke mal, ja, dass das gut klappen wird. Bis jetzt habe ich gute Erfahrungen damit gemacht. Und auf meinem Zeitplan steht als erstes, dass ich die Nudeln kochen muss. Dann machen wir das mal. Nochmal für die Leute, die den letzten Vlog nicht gesehen haben, es kommen 16 Erwachsene und ich glaube, ja, nur unsere drei Kinder. Und dafür habe ich jetzt soweit alles schon geplant, was ich machen werde. Ein bisschen habe ich schon vorbereitet, das kann ich euch ja mal hier oben einblenden, den Vlog. Das ist schon alles im Kühlschrank. Und jetzt geht es direkt weiter. Ich mache einen Brunch. Also das ist eine Mischung aus Breakfast and Lunch, für die Leute, die das nicht wissen. Und ich nehme euch da jetzt erstmal für euch ein paar Minuten mit. Für mich sind es ein paar Stunden. Jetzt sind die Spargelsticks dran. Die Spargelsticks, die habe ich aus dem Internet. Ich werde euch wie immer alles unten in die Infobox verlinken. Ich bin sehr gespannt, wie die schmecken werden. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Spargel gekauft. Das sind so zwei kleine Pakete gewesen. Aber das ist nicht schlimm. Wir wollten morgen eh grillen. Dann nehme ich den zum Grillen. If I could go back and make things right, I would have it and don't know I hurt you. Yeah, I was blind. The blame is mine. Yeah, I feel the weight on my shoulders. Know that I regret it. Hope I can repay you for what I've done. Know that.
bin gerade etwas im Zeitdruck. Ich weiß nicht, ob ich alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Eigentlich hätte ich vor 20 Minuten schon mit den gefüllten Tomaten und den gefüllten Paprika fertig werden müssen. Aber das schaffe ich nicht. Aber die Paprika wollte ich unbedingt mal machen. Die haben sich nämlich sehr lecker angehört und die gehen eigentlich ganz schnell. Ich guck mal, wie lange ich jetzt hier brauche. Dennis ist jetzt auch aufgestanden und saugt hier. Und die Kinder habe ich oben schon gehört. Die sind aber noch fröhlich. Das sind hier die gefüllten Tomaten aus dem Grundkochbuch. Also das Rezept kann ich euch leider nicht verlinken. Aber das ist auch so einfach gemacht, wenn man das am Abend zuvor schon vorbereitet. Und es schmeckt trotzdem noch richtig gut. Ich liebe die. Machst du schon die Tür auf? Ja. Dann komm, Ben. Komm. Komm, Benni. Komm, geh zum Papa.
total im Zeitdruck und auch total nervös. Dennis sagte immer, ist doch nicht schlimm, mach dir nicht so ein... Dennis ist da oben. Ich soll mir nicht so einen Druck machen oder Stress machen, aber ich mag das nicht, wenn die gleich hier rumstehen, weil wir haben das hier alles offen und wenn die dann sagen, kann ich dir helfen? Oder wenn die mich zuquatschen. Ich möchte das hier fertig haben und dann kann ich ganz viel quatschen und ja, und Hilfe möchte ich nicht. Das muss jetzt alles gespült werden, damit ich dann die ganzen Sachen hier noch hinstellen kann. Und ich muss noch die Pancakes toasten, die dann da hinkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier aufeinander packen kann, aber ich denke schon. Also es sind einfach nur Datteln in Speck eingerollt und die packe ich für ein paar Minuten hier im Airfryer. Früher habe ich die immer in der Pfanne gemacht, aber das ist eine viel saubere Arbeit. So sieht das jetzt hier aus. Die Hälfte ist schon gegangen und so viel ist gar nicht mehr übrig. Also ich habe jetzt hier die komplette Fläche weggeräumt. Die Spülmaschine ist jetzt auch schon an. Und das hier ist vom Braten übrig geblieben. Spangenstagel fand ich sehr lecker. Die Hollandaise-Soße war zu viel. Und die Paprika fand ich auch sehr gut. Die Paprika, ne? Die fand ich auch lecker. Das Baguette war etwas zu viel. Ich habe auch schon ein paar Brötchen mitgegeben. Und die Hörnchen, ja, ich fand es halt cool, die auszuprobieren, aber davon habe ich jetzt auch schon ein paar mitgegeben. Davon wurden jetzt auch nur 3 Stück oder so hier gegessen. Die Reste vom Aufschnitt. So viel. Das Obst ist gut weggegangen. Hier ist noch ein Wrap, den esse ich jetzt. Ja, und der Kuchen war zu viel, aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Kann bitte jemand vorbeikommen und hier aufräumen? Ich habe keine Lust. Ich war jetzt die ganze Zeit im Garten mit Leon und Dennis hat auch die ganze Zeit auf der Couch abgechillt. Aber Dennis hat vorher noch, na, da wird gemeckert, Dennis hat vorher noch das Wohnzimmer aufgeräumt und ich werde jetzt einmal nur ganz schnell mit dem Saugwischer durchgehen, bevor die Kinder runterkommen. Und dann mache ich die Küche weiter. Aber es ging echt viel weg. Also ich muss sagen, da fragen immer ganz viele nach. Ich bin ja mega zufrieden mit dem Kobold. Ne, das ist nicht der Kobold, das ist der Tiger von Vorwerk. Das ist ja hier der Saugwischer. Ich bin wirklich sehr damit zufrieden. Ich wünsche mir nur irgendwann mal zum, weiß nicht, Hochzeitstag oder so. Nein, Quatsch. Aber den neuen Aufsatz, dass ich diesen Lappen nicht immer wieder erneuern muss, sondern dass das Wasser direkt schon rauskommt. Den werde ich mir irgendwann mal nachkaufen. Ansonsten bin ich sehr damit zufrieden auf mein... Da wird wieder gemeckert. Auf meinen Hochglanzfliesen. Ja, da sieht man schon, dass es nicht mit meinem üblichen Wischer dann gewischt wurde, den ich ja speziell für die Hochglanzfliesen habe. Aber der macht halt einfach mal ganz schnell so groben Schmutz weg. Das ist echt gut. Gerade wenn die Leute hier mal rein und raus laufen.
Die Sachen können jetzt erstmal abtropfen. Ich habe jetzt keine Lust, das abzutrocknen. Ansonsten ist hier alles wieder schön aufgeräumt. Außer Spielzeug, das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Keine Ahnung, ob ihr mich sehen könnt, weil die Sonne so blendet. Wir fahren jetzt zu meiner Freundin und schauen uns ihre Wohnung an und unternehmen das direkt als Familie, so als kleinen Familienausflug. Ich habe jetzt den Sauger zum 5. Mal heute rausgeholt. Das ist schon echt nicht mehr schön momentan. Das hat der Osterhase jetzt alles gebracht. Und ja, wie ihr sehen könnt, ganz viel Schokolade und irgendwie ganz viel Milka. Und ja, wer muss das alles essen? Genau, die Melanie. Nee, Quatsch. Also wir werden da sehr, sehr lange dran essen. Ich werde da mal gucken, ob ich ein Rezept finde oder so, wo ich das dann schmelzen kann. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht Schokokrossis oder so. Ich habe sogar noch einen Nikolaus von Weihnachten. Ja, ansonsten haben die Kinder noch was zum Malen bekommen. Also das ist, glaube ich, eher für Leon. Hier ist noch was eingepackt. Okay, ich pack das jetzt mal aus. Also es war jetzt auch viel los, ne? Und die Kinder waren total überfordert. Jetzt einmal so ein Kulleraugenbuch. Also für Ben und Jonas. Perfekt. Also ich denke mal, dass das für Ben oder für den Jonas ist. Und hier ist nämlich noch eins. Ah, cool. Ein Ausmalbuch für Leon. Was haben wir noch? Und Coco, das Buch zum Film. Coco kenne ich gar nicht. Aber ich glaube, das war so ein kleiner Film, der mal im Kino lief, ne? Ja. Schokolade, Schokolade. Das haben die Kinder ja von uns bekommen. Das habe ich ja bei Lidl gekauft. Da stehen die total drauf, dass die da mal drauf zeigen und wir sagen das. Leon puzzelt ja seit einem halben Jahr total gerne. Vorher hat er sich nie dafür interessiert und jetzt liebt er das. Aber wenn er die einmal gepuzzelt hat, findet er die schon wieder langweilig. Deswegen, ich muss mal gucken, die müsste es doch eigentlich auch in der Bücherei geben. Puzzle, da braucht man die nicht immer neu kaufen oder bei eBay Kleinanzeigen. Ja, das habt ihr ja auch gesehen. Die Schale habe ich von meiner Mama bekommen. Ich dachte erst, das wäre Pappe, aber das ist eine Glasschale. Finde ich richtig schön. Und Schokolade habe ich auch vom, die habe ich von meiner besten Freundin bekommen, genau. Und die finde ich ganz süß. Ich glaube, die haben die beiden von meiner Tante bekommen. Meine Mama denkt echt, dass sie hier das Sagen hat. Das ist so süß. Und das dann nochmal in einem etwas dunkleren Blau. Blumen nochmal für mich. Finde ich total toll. Also momentan, habe ich ja gesagt, stehe ich total auf Blumen. Und Knete für Leon. Ich sehe total fertig aus, meine Haare. Ich habe Leon jetzt gerade noch geduscht, dann haben wir ein bisschen gespielt. Er wollte noch unbedingt mit dem ohne Zahn spielen und noch mit seinen Autos und nochmal alles einmal durchspielen. Also ganze Junggedöns haben wir jetzt gespielt. Jetzt habe ich mir die Badewanne schon gemacht und nehme den letzten Rest vom Hasen. Das Schaf sieht nicht mehr schön aus, aber ist noch ein bisschen was vom Schaf da. Ja, es war heute einfach so anstrengend heute Vormittag, weil ich so unter Spannung stand. Also ich habe ja schon gesagt, Dennis meinte auch von wegen, ja, du musst doch nicht punktfertig sein. Aber es war wirklich, die meisten waren viel zu früh da. Ich war so froh, dass die andere Hälfte erst viel später kam, und zwar um 11. Um 10:30 wäre geplant gewesen. Manche waren schon um 10 Uhr da. Und um 11 Uhr war meine beste Freundin und meine Tante da. Und so lange habe ich dann gesagt, nee, wir müssen ja eh noch auf die anderen warten, weil ich noch nicht fertig war. Also ich war genau eine halbe Stunde im Verzug. Um 11 Uhr war das Essen dann fertig, weil, ja, dann hast du da gehört, meine Schwiegermama macht gerade so eine Diät, dass sie da, weiß ich nicht, 40 Stunden oder so oder 14 Stunden nichts gegessen hat. Oh, wann ist denn das Essen fertig? Ist schon halb ihr das ganze Buffet schon am Durchprobieren. Und ich war dann da, ich bin noch nicht fertig, jetzt geht mal raus. Und ich hasse das. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich das nicht mag, wenn man mich dann fragt, ob die mir dann helfen können, sondern ich will dann einfach meine Ruhe haben. In dem Moment wünsche ich mir dann einfach irgendwie so ein Tor, was man zuziehen kann, dass ich da einmal kurz meine Ruhe habe und dann sagen kann, das Buffet ist eröffnet, ihr könnt jetzt gerne essen. Weil danach, als alles fertig war, standen die hier Schlange und ich konnte rausgehen und mit den Kindern spielen. Das war ja irgendwie viel besser für mich, und als sie dann fertig waren, konnte ich dann was essen. Ich hatte eh nicht so einen Hunger. Aber hinterher habe ich so viel gegessen, dass ich total die Bauchschmerzen habe. Ja, ich werde mir jetzt hier meinen Kuchen schnappen und nach oben gehen. Und ich habe keine Ahnung, wie viel ich heute gemacht habe, also aufgenommen habe. Ich habe sehr viel von den Vorbereitungen mitgefilmt. Also ich glaube, so ein Drittel habe ich mitgefilmt. Aber ich weiß jetzt nicht, wie weit ich euch heute so mit durch den Alltag genommen habe. Ich glaube, ich habe euch nicht so viel mitgenommen wie sonst. Aber das ist jetzt halt auch kein normaler Vlog. Das kommt dann erst wieder, wenn ich diese Videos geschnitten habe. Ich habe nämlich noch zwei Projekte oben,
die wollte ich dann mit euch zusammen nähen. Dann wollte ich vielleicht noch was verlosen, weil ich noch etwas doppelt habe. Habe ich schon auf Instagram gesagt, wollten wir nur ein Chilling machen und ja, den Montag noch genießen, wo Dennis noch frei hat. Da werden wir dann einfach nur ja, zu Hause sein. Grillen wollten wir auf jeden Fall und dann zu unserem großen Spielplatz fahren mit dem Fahrrad. Machen wir eine kleine Fahrradtour. Ja, also nochmal so ganz entspannt angehen und dann geht der Alltag wieder ganz normal los. Ich hoffe auch, dass ich so schnell wie möglich die beiden Videos jetzt schneiden kann, dass ihr die dann auch sehen könnt und ja, eventuell das ein oder andere Rezept nachmachen könnt. Ich werde euch auf jeden Fall alles in die Infobox verlinken und falls ich irgendwas nicht finde oder so, werde ich euch das eintragen oder ich werde euch das im Video einfügen oder werdet ihr ja sehen. Ich freue mich so sehr auf die Badewanne und dass ich dann ins Bett kann. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Diese Ruhe, einfach diese Ruhe. Momentan ist es so laut bei uns. Das ist so, so schön.